Moin zusammen. So, weiter mit Pizza Connection 3. Ich hole mir den dritten Laden. So, Namen lasse ich alles. Menü wieder Standard. Und auch den Laden, ich weiß nicht. Erstmal ein Bonus für den Einzugsbereich. Da ist ab 6 Uhr ist viel los. Ansonsten eher so lala. Sonst mache ich hier mal 3 bis 6. Ab 6 Uhr soll es dann ja viel zu tun. Soll dann ja hier viel zu tun sein. Komische Satzbildung. Ich weiß auch gerade nicht, was mit meinem Kopf los ist. Dann soll ja hier viel zu tun sein. Oder auch so. Naja, egal. Auf jeden Fall 0 bis 12 und 6 bis 18. So, und dann muss ich gucken, dass ich bis 24 Uhr hier nochmal so ein bisschen abgedeckt kriege. Spricht ja auch nichts dagegen, wenn die früher anfangen hier. So, dann kommt aber die Werbung. Ach so, das war. Ach ja, stimmt, das war ja die Geschichte mit dem Maskottchen hier. Bis 18 und dahin. Ah, ich glaube, den miete ich mir mal hier ins Frank Zappa. Oha. Da kommen dann verdammt viele Studenten, wenn ich die Säule hier nehmen würde. Clintons, so auch ins Frank Zappa. Ja, komm, ich riskiere es einfach mal. Rein ins Frank Zappa. Das Layout lasse ich erstmal so. Ich baue den auch erstmal noch nicht aus. So, zack. Dann schauen wir mal, was hier so kundentechnisch möglich ist. Der war schief? Nee, doch nicht. Rustikal. Ja. Wie kann ich denn da? Achso, ich habe hier vorne aufs Zelt irgendwie geklickt. Ich wollte gerade sagen, muss auch gehen. So, und hier nehme ich mal die einfachen Öfen. So.
So. Angestellte. Kellner. Wäre natürlich auch nicht, ups, wäre natürlich auch nicht verkehrt, ein paar Kellner an Bord zu haben. Auch wieder 8 Stück. Nehme ich mal hier noch mal 3 weitere dazu. So, dann gucke ich mal, dass ich die Rush Hour hier gut abgedeckt kriege. So, sehr schön. Und ein Zulieferer, Lebensmittel. Von hier unten oder hier. Dann müssen sie nicht über die Ampeln. Frank Zappa, automatisch auffüllen, Supermarktqualität und festlegen. Gut, schauen wir mal. Personal kommt. Ups. Lieber Herr Montago, es wird Sie vielleicht interessieren zu erfahren, dass die Familien Caturo und Frodato so etwas wie diplomatische Beziehungen aufgenommen haben, um sie aus dem amerikanischen Markt zu drängen. Sie werden also bald wieder auf alte Bekannte treffen. Ein Freund. Na toll. Trotzdem wollte ich hier mal gucken, wie die Jungs. Zack, zack. Den Kram hier ranholen. Datteln für Arbeiter. So, Angestellte. Hier muss ich natürlich auch wieder auf die Kochqualität achten. Das passt. Zu unfreundlich, zu langsam. Sehr schön. So, nochmal einen Blick auf den Laden hier schmeißen. Wie sieht's denn jetzt hier so aus? Keine Pizzen bekommen und dann gehen sie wieder. Kommt wieder am Tag 6. Oha, der ist auch bald krank. So, überschneiden sich alle irgendwie ein bisschen. Gut, das muss erstmal anlaufen. Ronald Reagan.
Ja, mit den beiden muss ich aufpassen, dass die nicht sich gleichzeitig krank melden. Ich werde sonst jetzt einfach mal einen wegschicken. Verdammt. Gehen alle, weil die Bedienung krank waren und sich keiner um die gekümmert hat, ja. Sechs Uhr. Das passt ganz gut mit dem Clintons. Ab sechs Clintons, ja. Ronald Reagan. Kaum Werbe hier Litfaßsäulen für das Frank Zappa. Clintons 3, 4, 5, 6 fürs Clintons, 4 fürs Frank Zappa und 3 fürs Ronald Reagan. So, Pizza, Pizza. Sieh zu, sieh zu. Pizza, Pizza? Der eine macht hier Werbung, der andere macht da unten Werbung. Weiß nicht, ob das so clever ist. Einzugsbereich. Guck mal, die sind hier sowieso in dem Bereich. Dann kann ich ihn hier eigentlich die Ecke stellen hier. Mache ich mal. So, bis 18 Uhr. Ja. Passt schon. So, und auch hier sitzen die überwiegend an den modernen Tischen und an den rustikalen oder an den klassischen, aber bei den einfachen wieder nicht. So, und wieder über 60.000. Oh, und mein Auto ist wahrscheinlich leer gekauft. Ja, fast.
bin ich ja schon fast so weit zu sagen, dass ich sage, ich nehme den vierten Laden in Beschlag. Ich kann das Maskottchen natürlich auch zur Bar stellen, hier 18 Uhr. Den könnte ich mir auch nochmal holen. Ja, er kauft verbleibende Werbetafeln. Die hier hole ich mir. So, wie komme ich da am besten hin, ohne direkt verhaftet zu werden? Das geht schief, Junge. Gehst mal hier runter. Dann läufst du darüber. Hier hoch. Darüber. Oh, wo ich schon mal hier bin, ne? Es wird knapp, aber das schaffe ich. Achso, ich dachte, er kommt mir direkt entgegen. Umso besser. Sehr cool. Und hoch da. So, meins. Plopp, weg ist er. So, direkt mit dem nächsten. Hier mache ich ihm auch noch seinen Ofen kaputt. So, lauf mal runter. Jetzt hast du nämlich einen echten Weg vor dir, Junge. Rechts rüber oder da am besten mal rüber. Polizist kommt, dann biege ich mal schnell ab. So, rein in den nächsten Laden.
Schön, Polizei ist abgelenkt. Auf dem Weg nach links, dann kann ich hier schön Schabernack weitermachen. Plopp. Und ab nach oben. So, war rechts am Rand hier gerade einer? Nee. Verdammt. Wäre mal hier lang gelaufen, ne? Hab ich nicht aufgepasst. So, reparieren. Reparieren. Und reparieren. Das passt. Auch gerade nur ein Koch da. Gute, so. Vierter Laden. Welcher darf es denn sein? 9 bis 18 wäre hier viel. Da ist eine U-Bahn und den ganzen Tag eigentlich ganz gut verteilt. 9 bis 12 ist hier nicht so voll. Oder aber... den hier, da ist 9 bis 18, ist recht gut besucht. Die Werbung kostet ja eigentlich nicht wirklich was. Ich will mal was testen, wenn ich die ausbaue. Ob sich der Einzugsbereich erhöht oder ob dann auch mehr Kunden kommen. Und es kommen nicht mehr Kunden. Vierhundertvierzig, 752, 339. Ah, ich weiß nicht, was ich mir holen möchte. Sagt die Zeit. 25, ja.
Da ist eine Bar, eine U-Bahn, eine Bank und ein Stadion, ne? Und ein Einkaufszentrum, okay. Ich hole mir den Laden und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.